Du hast Probleme mit Rasierpickeln unter den Achseln oder Rasurbrand und hast gar keinen Bock darauf? Dann solltest du dieses Video auf jeden Fall von Anfang bis ganz zum Schluss ansehen. Manche rasieren, manche trimmen und manche lassen sie einfach komplett wachsen. Die Rede ist von den Achselhaaren. Wer allerdings erstes favorisiert, also das Rasieren, der könnte möglicherweise Probleme mit Rasurbrand oder Rasierpickeln unter den Achseln bekommen. Denn wir Männer machen meist Folgendes. Wir wollen schnell fertig werden mit allem, springen schnell unter die Dusche, nehmen uns fix einen Einwegrasierer, rasieren, zack, 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 springen wieder aus der Dusche raus, rubbeln uns trocken und ein paar Tage später schauen wir unter den Achseln und denken wir, komisch, warum haben wir denn Rasierpickel unter den Achseln? Das ist ja merkwürdig. Damit du das nicht bekommst und das Risiko von Rasierpickeln und Rasurbrand unter den Achseln so gut es geht minimierst, gibt es heute von mir einige passende Tipps dazu. Bevor du anfängst, dich zu rasieren, solltest du auf jeden Fall kontrollieren, ob deine Klinge auf deinem Rasierer noch scharf ist. Wenn das nicht der Fall ist, dann nutze auf jeden Fall eine niegelnagelneue Klinge. Das würde ich dir grundsätzlich sowieso empfehlen, gerade dann, wenn du sehr empfindliche Haut hast und Probleme mit Rasurbrand und Rasurpickeln, dann solltest du definitiv eine niegelnagelneue Klinge verwenden, damit du auf jeden Fall weißt, dass die auch scharf ist und deine Haare perfekt entfernen kann. Also der Klingencheck vorab vor der Rasur ist auf jeden Fall Pflicht. Zweitens, mein Tipp für alle Männer, der gilt übrigens nicht nur für die Rasur unter den Achseln, sondern auch für die Rasur bei deinen Kronjuwelen da unten. Und zwar, nutz einen Frauenrasierer anstatt eines Einwegrasierers. Denn Frauenrasierer sind wirklich super sanft zu eurer Haut. Und gerade wenn ihr empfindliche Haut habt, dann ist es besonders wichtig, dass ihr einen Rasierer habt, der schöne dicke Gelkissen an den Seiten hat, damit eure Haut einfach nicht so gereizt wird. Denn bei einem Einwegrasierer gibt es halt keine Gelkissen an den Seiten und dadurch wird eure Haut extrem beansprucht. Deshalb meine ganz klare Empfehlung, nutzt einen Frauenrasierer, die funktionieren super. Alternativ zu Frauenrasierer könnte man möglicherweise auch zum Beispiel einen Safety Razor nehmen, also einen Rasierhobel. Da weiß ich von vielen anderen Leuten, die benutzen, die haben damit auch sehr gute Erfahrungen gesammelt. Also das wäre definitiv auch eine Alternative. Drittens, bevor ihr mit der Rasur, also mit dem Rasurvorgang startet, solltet ihr definitiv noch eine wichtige Sache hinzufügen und zwar, dass es Rasiergel. Ja, ich habe gerade gesagt, wenn ihr einen Frauenrasierer nutzt, dann habt ihr sowieso schon Gelkissen am Rasierer dran. Nichtsdestotrotz würde ich ergänzend dazu auch nochmal ein Rasiergel benutzen, denn wir wollen ja die Gefahr von Rasierpickeln und Rasurbrand so gut es geht minimieren. Und da müssen wir natürlich alles in Erwägung ziehen und Rasiergel ist da einfach auch absolute Pflicht. Heißt, vorab einfach deine Achseln schön mit Rasiergel einschäumen und erst dann den Rasurvorgang starten und erst dann deine Achseln gründlich rasieren. Der Rasierer gleitet somit einfach viel entspannter und viel einfacher über deine Achseln und du minimierst damit die Gefahr, dass du dich irgendwie schneidest oder am Anschluss Rasurbrand hast. Ach ja, und bevor du dich anfängst zu rasieren, solltest du dich natürlich überall sauber machen, aber das sollte, glaube ich, jedem klar sein. Viertens, und jetzt bitte genau aufpassen, nach der Rasur sind die nächsten Steps besonders wichtig. Viertens, solltet ihr definitiv ein frisches Handtuch verwenden, denn damit stellt ihr halt sicher, dass kein Dreck oder Bakterien an eure frisch rasierten Achseln kommt, denn Dreck, Bakterien maximieren natürlich die Gefahr, dass ihr möglicherweise Rasurbrand oder Rasierpickel unter den Achseln bekommt und das wollen wir natürlich nicht, deshalb immer ein frisches Handtuch benutzen. Und fünftens, wie benutzen wir das Handtuch? Wir rubbeln uns nicht einfach trocken, Leute, denn das ist wohl der Punkt, den ganz, ganz viele Männer falsch machen und gar nicht auf dem Schirm haben. Denn wenn wir uns jetzt trocken rubbeln würden, gerade unter den Achseln, dann würden wir die Haut nochmal extrem reizen und wir würden Reibung erzeugen unter den Achseln und das wollen wir nicht, denn die Haut ist ja schon gereizt aufgrund der Rasur und wenn wir jetzt noch Reibung erzeugen würden, dann maximieren wir wieder die Gefahr von Rasierpickeln. Heißt, wir tupfen uns ganz vorsichtig und sachte ab und versuchen, dass die Haut in keinster Weise weiter gereizt wird. Warum sage ich das an dieser Stelle so deutlich? Ich weiß, ich bin selber ein Mann und wir wollen wirklich immer schnell fertig werden, wenn gerade wenn wir unter der Dusche sind, wollen wir uns schnell trocken rubbeln und fertig. Aber Leute, gerade wenn ihr empfindliche Haut habt unter den Achseln, dann solltet ihr diesen Step auf jeden Fall beherzigen. Deshalb sage ich das an dieser Stelle nochmal so deutlich. Denn Leute, ihr wisst ja, die kleinen aber feinen Unterschiede, genau die kleinen aber feinen Unterschiede, machen einen Amateur zu einem Profi. Und ich weiß ja, mein Freund, da du dieses Video anschaust, willst du auch ein Profi werden oder bist vielleicht schon einer. Kommen wir zum sechsten und finalen Schritt und zwar nach der Rasur sollten wir unsere Haut logischerweise pflegen mit einem bestimmten Produkt. Und da wir Menschen natürlich unterschiedlich sind und auch unterschiedliche Hauttypen haben, reagiert die Haut natürlich auch unterschiedlich auf unterschiedliche Produkte. Das sollte jedem klar sein. Ich möchte euch aber jetzt an dieser Stelle nochmal vier verschiedene Produkte vorstellen, die man nach der Rasur unter den Achseln ganz gut verwenden kann, damit man keinen Rasurbrand bekommt. Erstens eine Bodylotion für sensible oder für empfindliche Haut, damit die Haut auch nach der Rasur
Schuhe ordentlich mit Feuchtigkeit versorgt wird. Zweitens, ein Aftershave-Gel. Ich habe in der letzten Zeit dieses hier benutzt von DM. Das ist speziell dafür gemacht, um die Haut nach der Rasur einfach so ein bisschen zu beruhigen und es wirklich sanft zu der Haut. Das hat bei mir ganz gut geklappt. Oder drittens, eine Wund- und Zinksalbe. Das hat bei mir auch super funktioniert, muss ich sagen. Also ich habe zum Beispiel sehr viel Stress mit Rasierpickeln und Rasurbrand und die Wund- und Zinksalbe von Abtei, diese hier, die hat bei mir auch extrem gut geholfen. Also diese kann ich auch wärmstens empfehlen. Andere Leute benutzen zum Beispiel Babypuder. Das hat bei mir nicht so gut funktioniert, funktioniert bei anderen Leuten auch sehr gut. Ihr müsst einfach mal ausprobieren, was für euch und für eure Haut am besten funktioniert. Wenn ihr die Tipps aus dem heutigen Video beherzigt, dann kann ich euch versprechen, dann minimiert ihr definitiv Gefahr von Rasurbrand bzw. Rasierpickeln unter den Achseln. Wenn ihr grundsätzlich noch irgendwie einen Hausmutter-Tipp habt, einen Tipp von eurer Oma, wie ihr Rasurbrand minimieren könnt und ich den unbedingt wissen sollte oder einer aus der Community davon profitieren könnte, dann packt ihn einfach unten in die Infobox rein. Ich freue mich immer riesig, wenn ich unter meinen Videos lese, dass ihr euch gegenseitig supportet. Also Leute, macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal.